auf die innere Stimme zu hören und zu sagen, dass man innerlich schon, dass man sich schon was wert sein kann. Die episodenhafte Tragikomödie Wunderschön erzählt von verschiedenen Frauen, die sich auf ganz unterschiedliche Weise an Schönheitsidealen und dem Optimierungswahn abkämpfen. Ihre individuellen Geschichten sind dabei lose miteinander verknüpft. Frauke geht auf die 60 zu und findet sich nicht mehr begehrenswert. Ihre Tochter Julie will Model werden und versucht, ihren Körper nach dem Schönheitsideal der Branche zu formen. Julies Bruder Milan ist mit Sonja verheiratet, die nach 2 Schwangerschaften mit ihrem veränderten Körper hadert und in eine Lebenskrise gerät. Und Sonjas beste Freundin Vicky ist davon überzeugt, dass es das Beste sei, einfach Single zu bleiben, um sich gut zu fühlen. In Liebe bin ich nicht so gut. Ja, aber du machst es doch schon. Du liebst dich doch schon. So was sagt man doch nicht. Das ist doch einfach so viel. Du musst mehr arbeiten, du musst Sex haben, du musst deinen Körper akzeptieren. Ich bin aber nicht okay mit meinem Körper. Friedrich Mücke spielt Sonjas Ehemann Milan. Per Videocall haben wir mit ihm über den Film gesprochen. Friedrich, vielleicht kannst du zum Einstieg erstmal ganz kurz beschreiben deine Figur Milan, die du im Film spielst. Also was ist er für ein Typ? Was macht ihn so aus? Naja, also in erster Linie finde ich ja mal als Mann statt, neben vielen Frauen in diesem Film, die sind nicht alle meine Frauen, das kann man so nicht sagen. Ganz im Gegenteil, hier werden 5 Frauengeschichten erzählt und meine, in dem Fall Frauenpartnerin ist die von Caroline gespielte Sonja. Wir sind ein Paar, wir haben 2 Kinder. Milan ist, sagen wir mal, Typ erfolgreicher, End-30er, eben auch Familienvater, aber im Beruf so ein Business-Typ. Er muss halt los, er muss viel fliegen, er hat immer Anzug an und so weiter und muss jetzt aber auch irgendwie versuchen, genau diesen Anspruch, Job und Familie und einen Hut zu kriegen. Da ist eine Idee gewesen mit der Familie, das irgendwie hinzubekommen. Und das klang erstmal nach klarer Rollenverteilung, wird sich aber ein bisschen anders darstellen. So, und auch, aber wirklich auch ein liebender Mann, ein sehr aufmerksamer Mann, dennoch auch, aber in dem Fall, ohne jetzt zu viel zu verraten, helfen einem sozusagen die eigenen Qualitäten dann wieder weniger, wenn Dinge ja ins Wanken geraten, sage ich mal, genau. So. Genau, wo du es auch gerade schon angesprochen hast, es ist ja so diese scheinbar klassische Rollenverteilung, genau, was sich dann ja ein bisschen anders entwickelt. Und dazu meine Frage, wie nimmst du das denn selber wahr? Also haben wir in unserer Gesellschaft immer noch in weiten Teilen so dieses klassische Rollenverständnis oder siehst du da schon Tendenzen, dass sich das wirklich, sage ich mal, im großen Umfang so auflockert? Naja, es ist tatsächlich beides. Also es ist so, dass ich finde schon, dass sich etwas auflockert und vielleicht auch im Großen und Ganzen, wenn man es mal wirklich vergleicht mit den, weiß ich, auf was wollen wir zurückgehen, die letzten 100 Jahre, also was so klassische Rollenverteilung Mann-Frau angeht, da kann es wahrscheinlich noch länger zurückgehen, aber es sieht aus wie eine Zeit des Umbruchs, der aber auch vielleicht lange gehen muss, weil ja auch eine große, lange andere Zeit umgestoßen werden wird, also das hat, wahrscheinlich sind das dann Epochen, und nicht nur Zeitphasen oder so oder mal 10 Jahre, sondern das scheint sich, also so kann ich auch nicht in die Zukunft gucken, aber warum soll das aufhören? Also warum alles, was sozusagen, also Frau begehrt auf und auch Mann versteht, ist eine Sache, die wird nicht einfach jetzt aufhören, sondern das ist wahrscheinlich, was sich wirklich umwandelt. Aber dennoch ist es heute so, weil du mich das heute fragst, dass dieses gesellschaftliche klassische Rollen Verständnis und Bild noch da bleibt. Das liegt ein bisschen jetzt auch an dieser Generation schon wieder. Also ich kriege jetzt Kinder und was bringe ich in meinen Kindern bei? Und was macht das Bildungssystem und so weiter? Das sind alles Sachen, die dem, also je umfangreicher oder je größer in der Veränderung im Moment man da wahrscheinlich pointierter arbeitet, desto schneller wird das gehen. Aber das liegt jetzt schon wieder an uns und dann an den Nächsten. Also das sehe ich schon noch, dass da viel noch ist von früher. Hat jemand vielleicht einen Keks? Du gibst dir Zucker? Das ist aber krass. Lass doch mal diese Mutti-Gruppen. Du musst mal wieder arbeiten. So, Milch ist im Kühlschrank. Und Sonja, du kannst jetzt nicht einfach... Warum muss ich denn jetzt plötzlich alles ändern? Du gehst einfach davon aus, dass sich für dich nichts ändert und für mich alles. Und so das große Thema des Films ist ja natürlich, sage ich mal, so diese Unzufriedenheit sowohl mit sich selber als auch eben natürlich mit dem Körper und dieser ganze, sage ich mal, so Drang, alles zu verändern, sich so einem bestimmten Ideal anzupassen. Also das ist ja schon auch ein sehr weit verbreitetes Phänomen. Also was glaubst du, woher kommt dieser Selbstoptimierungsdrang? Oh, da würde ich so gerne, da gibt es bestimmt sowas wie eine richtige Antwort, aber du fragst mich ja, was ich glaube und so und ich
habe dann mehrere Sachen so im Kopf und wir gehen mit bestimmten Tools hier um, die das auch befördern. Also sagen wir mal, Emilias Geschichte mit Instagram ganz stark und so weiter. Und das weiß auch mittlerweile jeder, das ist zu jedem durchgedrungen, dass das Tool für Beautiness auch ist und so weiter und für Unechtes so. Aber das ist natürlich alles viel älter. Und meine Jugendzeit zum Beispiel, ich erinnere ganz viel Werbung Werbung und auch, aber auch Popkultur, also die mir gezeigt haben, was ist das, worum es geht, wo man hin soll und so. Also auch diese Message war ja nicht unbedingt als junger Mensch überhaupt nicht zu verstehen, dass das auch eine Manipulation ist oder so oder sein konnte und dass man das vielleicht auch differenziert betrachten muss. Und ey, am Ende ist es wahrscheinlich schon auch viel älter, weil ich meine, also gerade Werbung ist ja wahnsinnig alt. Also, oder alt, es gibt es schon immer und lange, ja. Und jede Generation hat wahrscheinlich genau diese Themen auch so für sich verhandelt. Und jetzt wäre eher die Frage, warum es an der Zeit ist, es auch wieder zu behandeln. Also es ist ja so, wenn jetzt, du kannst ja sagen, auch ein Steve McQueen hat sich damals als großer Schauspielstar, hat bestimmt Werbung gemacht und hat gesagt, Leute, Männer, ihr müsst so und so sein, das ist das Männerbild. Und dann kam, keine Ahnung, dann springen wir in die 80er und in die 90er, gibt es Du-Darfst-Werbung oder L'Oreal und Taft und so, Drei-Wetter-Taft. Also es gab immer schon Thema, schön zu sein und dass man damit sozusagen gesellschaftliche Anerkennung erfährt. Ja, es ist wahrscheinlich, es ist ein ewiges Menschenthema und weil es wahrscheinlich genau das ist, innen und außen. Wie bringen wir das zusammen? Wahrscheinlich ist es Yin und Yang und eine Balance, ohne jetzt zu allgemein zu klingen. Aber ich habe die Antwort auch nicht, ne? Die eine Antwort. Aber es ist ein Thema zurzeit, ein großes. Genau. Sehe ich größtenteils auch so. Und genau, das ist ja teilweise auch wie du schon gesagt hast, wenn man, ne, man wird ja mit Social Media jeden Tag überall mit allem konfrontiert und mit bestimmten Bildern, also Schönheitsbildern. Genau, deswegen vielleicht die Frage, also hast du vielleicht auch so Tipps, wie man sich dem Ganzen ein bisschen entziehen kann? Also dass man einfach vielleicht auch, wie man mehr so auf Persönlichkeit Wert legen kann, als auf so bestimmte Äußerlichkeiten? Was man da gesellschaftlich irgendwie, was da vielleicht passieren müsste? Ach, das sind wahrscheinlich ziemlich viele kleine Dinge, die so im eigenen Umfeld irgendwie, die einem dann auffallen und man sagt, ach guck mal, ich finde auch durchaus interessant, wie jemand, wenn er zum Beispiel Schönheit behandelt für sich oder sagt, ich habe irgendwie ein Talent oder ein Potenzial und ich bringe das auch von mir aus über Instagram raus. Es gibt ja auch wirklich ganz tolle Kanäle, die das ja auch genau auf diesem Weg machen. Weiß ich nicht, es muss schon ein Bewusstsein dafür sein, dass diese ganze Social-Media-Welt recht unecht ist, finde ich. Also, und dass ich ein, also so, ich bin da vielleicht auch ein bisschen tradiert oder so, aber dass sich ein persönliches Gespräch und ein persönliches Treffen für mich anders anfühlt als ein Chat oder als ein Gruppen-Zoom, ist ja klar, jetzt sind, also das meine ich jetzt gar nicht im Sinne von Corona, wir können ja gar nicht anders, sondern vielmehr, wie man sich darstellt. Also, ich finde noch keinen Weg, auch ich selber nicht, über Social Media was Echtes dazu bringen. Das schaffe ich nicht. Ich krieg's nicht hin, sondern ich höre auch nicht auf, das zu probieren. Also so kann ich sagen. Weil ich finde auch jede, solange es die Distanz hat und dass keiner sich wirklich dafür interessiert, wie ich mich ausdrücke, kann ich es nicht beantworten und er hat nicht die Gelegenheit, die Antwort zu erfahren. Also man muss das persönlich anfragen. Ich habe keine persönlichen Gespräche auf diesen Netzwerken und das ist vielleicht auch schade, aber das geht vielleicht auch gar nicht anders. So. Und zum Abschluss noch ganz kurz die Frage, was würdest du sagen, können so die Zuschauer aus dem Film mit für sich hinausnehmen? Naja, dass es durchaus seine Berechtigung hat und sogar ein Potenzial daraus erwachsen kann, auch fehlbar zu sein, also Fehlbarkeit im Sinne der tatsächlichen, weil man sozusagen auch ein eigenes Erkennen, das meine ich jetzt nicht im Nicht-Schön-Sein und deswegen musst du schön sein, sondern ich meine es in meiner Figur zum Beispiel. Ne? Da waren andere Pläne und da muss man wieder drüber reden, wie kommt man wieder zusammen auf den Track, wie fährt der Wagen wieder? Und manchmal muss man sich Fehler eingestehen. Und bei anderen Sachen, also die vielleicht ein paar andere Geschichten betreffen, natürlich auf die innere Stimme zu hören und zu sagen, dass man innerlich schon, dass man sich schon was wert sein kann, auch wenn das die anderen nicht so sehen. Also, oder vielleicht die anderen nicht so sehen. Also eher Bauch als Kopf. Genau, das ist ein schönes Schlusswort. Dann genau, also vielen, vielen Dank. Dankeschön. Alles Gute, ja, bleib gesund. Du tschüss. Auch. Danke, ciao. Ich finde, du siehst schön aus. Da ist er damit, oder? Ja, habe ich auch gedacht.